wir ein bestehendes Einfamilienhaushalt, wo man typischerweise etwa 10 Kilowatt Wärmebedarf braucht. Das heisst, dass man eine CO2-Einsparung macht von irgendwo 755 Bäumen, das könnte aufnehmen. Und das heisst, wenn man in eine Wärmepumpe investiert, hat man etwa die gleiche CO2-Ersparnis gemacht, tätigt, wie ein kleiner Wald würde abgepflanzt werden. Der grosse Wandelprozess der Energie findet auf verschiedenen Dimensionen statt. Wir haben einerseits die dezentrale Produktion. Heutzutage produziert man die Energie nicht nur bei den Kraftwerken und läuft nachher zu den Endkunden. Viele Endkunden produzieren mit PV-Anlagen ihre eigene Produktion. Und da verändert sich vieles. Die Kunden werden privat ihre Energie optimieren nach ihren eigenen Bedürfnissen. Der eine möchte den Community-Strom machen, der andere möchte seine Eigenverbrauchsquoten erhöhen und wiederum andere möchten einfach ökonomisch optimieren. Und da ist jetzt ganz ein neues Rollenbild von der CKW, wo wir reinkommen als Dienstleister, indem wir dem Kunden helfen, seine persönliche Optimierung konkret wirken zu lassen, seine persönliche Optimierung zu erreichen. Ich empfehle einem Eigenheimbesitzer immer dann eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, wenn es darum geht, grössere energetische Massnahmen am Gebäude umzusetzen, respektive zuerst mal in Planung zu bringen, damit man Massnahmen optimal aufeinander abgleichen kann, weil einfach die Abhängigkeiten im Gebäudebereich sehr gross sind. Ich kann nicht am einen Ende des Gebäudes etwas machen, ohne dass das andere Ende des Gebäudes davon betroffen ist. Die Erdwärmesonde entzieht ihre Energie aus dem Erdinneren. Es ist langlebiger, weil die ganzen Erdwärmesonden werden auf 50 Jahre laut SIA mindestens ausgelegt. Solange keine geologischen Probleme auftauchen, ist Erdwärmesonde einfach top, weil da brauchst du kaum Strom. Das Einzige, was Strom frisst, wird sein, dass die Umweltpumpe läuft. Der dritte grosse Trend in diesem Bereich ist Dekarbonisierung. Und da ist an jedem von uns selber etwas zu leisten für die Dekarbonisierung. Es ist einfach zu zeigen, was der andere machen soll. Aber im Endeffekt muss das jeder bei sich anfangen. Gebäude verlieren Energie, egal wie gut sie gedämmt sind. Und die Heizung ist dazu da, die Energieverluste zu kompensieren. Wenn ich Gebäude nicht richtig heize, dann habe ich irgendein bauphysikalisches Problem in Form von Feuchtigkeitsschäden oder anderem. Wir sind ISO-zertifiziert. Wir sind das erste Unternehmen schweizweit, was dieses Zertifikat hat. Also von dem her kann man davon ausgehen, dass die Erdsonde-Wärmepumpe eben noch viel deutlich besser abschneiden tut oder eben noch signifikant günstiger ist, weil die Amortisation länger gerechnet werden kann als auf 20 Jahre. Einfach oder leicht gemacht wird es mit Beratung. Beratung einerseits, Information und Werkzeug andererseits. Und das stellen wir Ihnen zur Verfügung. Also Sie sehen hier, wir beraten Sie, machen Kostenvergleich, nutzen Sie unsere Online-Tools, wir machen Projektplanungen, holen alle Bewilligungen ein, wir kümmern uns um die Fördergelder, die es auch noch gibt. Also da können Sie wirklich zurücklehnen und eigentlich wird für Sie geschaffen in dem Sinne.